Guten Morgen Österreich, hier aus dem Ö3-Sendestudio. Lieber YPD in Präsent, ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht du unser nächster Praktikant hier im Ö3-Studio bist. Ö3 steht laut seinen Werbeplakaten für ein Leben, das ein Hit ist. Jetzt wissen wir alle, dass das Leben natürlich nicht die ganze Zeit ein Hit ist, ganz im Gegenteil. Ö3 steht für den Rhythmus dieses Landes. Ö3 steht für aktuelle, schnelle Information. Ö3 steht für viel Spaß, für viel Freude. Ö3 steht für Musik, ist fix verbunden mit den Hits. Und Ö3 ist nicht nur das beliebteste österreichische Radio, Ö3 ist mit eines der größten österreichischen Medien, in dem sich das Land und wie es tickt, sich widerspiegelt. Die Herausforderungen für Ö3 und auch die kommenden Herausforderungen für Ö3 sind, Menschen zu finden, die durch ihr Wissen, durch ihre Kreativität, durch ihr Können und ihre Lust, komplexe Dinge einfach zu erklären, ihnen nachzugehen, ihnen auf die Spur zu gehen und diese dann auf unterhaltsame, lustige, interessante Art und Weise zu übersetzen, unseren Hörern ein gutes Programm zu bieten und damit im Konkurrenzkampf zu anderen Radiosendern, aber auch zu anderen Medien insgesamt diese Nummer-1-Position von Ö3 zu verteidigen. Ich selbst mache das als Ö3-Chef jetzt seit 10 Jahren in dieser Position, war davor 4 Jahre stellvertretender Senderchef und war vor meiner Tätigkeit bei Ö3 bei verschiedenen anderen Radiosendern und in der Werbung tätig. Ja, mein Alltag bei Ö3 ist ein abwechslungsreicher, spannender, weil unser Hauptgeschäft ist das Inszenieren des Alltags. Das Alltags in Österreich. Das heißt, wir versuchen über verschiedenste Abläufe, verschiedenste Sitzungen in den verschiedensten Gesprächen und Foren möglichst genau zu erkennen, was für Themen aktuell sind, welche Themen interessieren, worüber man heute berichten muss und kann, wo wir unsere Außenstellen aufmachen, welche Themen sich für Comedy und Unterhaltung eignen und die Art und Weise, wie man das inszeniert. Der zweite große Bereich meiner Tätigkeit sind die Bereiche Management in Sachen Personal und Management in Sachen Umsatz, Wirtschaft, Werbung. Die Jugend ist natürlich in der DNA von Ö3 fix verankert. Ö3 wurde in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts als das erste große österreichische Jugendmedium gegründet. Die Jugend hatte damals kein eigenes Medium und Ö3 war ein Protestmedium. Mittlerweile hat sich natürlich die ganze Medienlandschaft extrem verändert. Die Jugend, die Jugendlichkeit, das Moderne, das Aufzeigen von neuen Sachen, von Sachen, die im Trend sind, von Bewegungen, die aus der Jugend herauskommen, sind für Ö3 aber nach wie vor ganz, ganz wesentliches Element unserer Programmgestaltung und unserer Inhalte. Insofern ist die Jugend auch im Betrieb, auch in der Art und Weise, wie wir als Mannschaft zusammenarbeiten, ein ganz, ganz wesentliches Element unserer Unternehmenskultur. YPD ist für Ö3 natürlich ein ganz, ganz geniales Instrument und eine tolle Plattform unter interessierten, ehrgeizigen, jungen Menschen eine spielerische Vorauswahl zu treffen, um dann die richtigen Menschen an den richtigen Ort zu bringen und so ein Netzwerk zu schaffen, das gemeinsam viel Freude und viel Erfolg bringt. Ö3 ist jetzt schon seit Anfang an bei der YPT-Challenge dabei. Die Gründe sind, wir brauchen die besten Nachwuchskräfte. Wir brauchen interessierte, engagierte, neugierige junge Menschen. Für eine gute und wertvolle Zusammenarbeit auch mit Praktikanten und Berufsanfängern ist bei Ö3 ganz, ganz besonders wichtig die Neugierde. Die Neugierde, die Freude, Sachen zu erfahren, sein Spektrum zu erweitern, seine allgemeine Bildung einsetzen zu können und ständig zu erweitern, jeden Tag etwas Neues zu lernen und möglicherweise auch dazu beizutragen, dass andere jeden Tag etwas Neues erfahren.